Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange Before the Storm. Really? Where is the place to collect my fucking money? Shit. I told you, I don't have it. Sales are down, man. Nobody wants to get high right now. But look, it's spring season. We just started 2-a-days. Those are gonna kill us. I'll be able to sell all the oxy you've got. Drew, you owe me a grand. Where is it? I said I don't have it right now. I heard about your dad's job, by the way. Tough times. Yeah. Bet a grand would mean a lot to him right now. Where's my money, Drew? I don't know what you expect me to do. I can't just make money appear out of thin air. I want my fucking money! You don't have to hit me, man. I'm good. Where is it? Please! Just give me 1 week. You're just going to lie there? I thought football players were supposed to be tough. Sorry to have to do this, kid. No one steals from me. No one. Fuck. Fuck. Scheiße. Bei Mikey bleiben. Let me go! No! Your brother said to stay inside. It'll be okay, Mikey. It'll be okay. Damn, you are one tough kid. Fuck you. Yeah? Well, what about this? Good luck running on that knee now. High-five football. Well, I'm done. Get my money. Or maybe it'll be your little brother I talk to next. See you soon. Nein, der hat ein Stipendium fürs Football. Drew! It's okay. I'm okay, little brother. Thank you, Chloe. Thank you. Ihm das Geld geben oder das Geld behalten. Oh Gott. Oh mein Gott. Ey. Oh. Ich behalte das Geld. Viele werden das Geld wahrscheinlich jetzt in dem Moment abgeben und... Oh mein Gott, jetzt hasse ich diese Entscheidung. Wäre ich mal rausgegangen? Ich weiß nicht. Das ist so scheiße. Oh Gott, ich behalte das Geld. I didn't do anything. You kept my brother safe. Drew, you need to get to the hospital. Don't tell anyone about this, okay? Yeah, no. No way. What? What are you going to do? About Damon? I don't know. One day at a time. I hear you. Oh God. Oh God. Das schlechte Gewissen sagt Hallo. Oh, ich weiß nicht, ob ich hätte rausgehen sollen. Oder denen jetzt zumindest das Geld geben sollen. Jetzt denen das Geld geben, wäre blöd gewesen. Aber ich hätte rausgehen sollen. Vielleicht hätte ich ihm das erspart, dass dieser Damon ihm das Knie zerstört hat. Schlechte Gewissen. Ja, aber so ist das Spiel halt, ne? Man kann an seiner Entscheidung nichts mehr ändern. Obwohl, ich finde es jetzt ein bisschen ärgerlich, aber auf eine Art gut. Ne? Es ist jetzt nicht so wie bei Max, wo man jetzt alles wieder zurückspulen könnte und dann, oh, jetzt habe ich die Entscheidung gesehen, jetzt entscheide ich mich für die bessere. Ja, ich finde es so viel besser. Weil jetzt ärgert man sich auch richtig über seine Entscheidungen. Sollte die Vorführung nicht anfangen?
er denn? Oh, wie hübsch. This day has been so messed up. At least I can talk to Rachel now. If I can find her back here. Okay. Max, 8.05.2010. Scheiße. Erinnerst du dich an den einfachen Job für Frank? Ja, von wegen. Erst schnappte ich mir Samuels Schlüssel, dann nutzte ich meine Jedi-Kräfte, um an Skip vorbei und ins Wohnheim zu kommen. Damit meine ich, ich redete über weibliche Organe, bis er ausflippte und mich reinließ. Machte einen kurzen Abstecher in Elliots Zimmer und las seine Gedichte. Der Typ hat Gefühle. Für mich denke ich, ich bin geschmeichelt. Jedenfalls fand ich das Geld, doch dann tauchten Drew und Mikey auf, gefolgt von Frankies psychopathischen Boss Damon. Hast du schon mal jemanden getroffen und hattest sofort den Instinkt abzuhauen? Ich nicht, bis heute. Damon hat Drew furchtbar verhauen, weil er ihm Geld schuldet. Ich blieb bei Mikey, wie Drew es wollte. Es war grauenhaft. Ich glaube, Damon brach Drew echt das Knie. Danach behielt ich sein Geld. Nicht sicher, warum. Ich brauche das Geld, um zu verschwinden. Aber es hat sich gar nicht gut angefühlt. Es war alles so abgefuckt und der abgefuckteste Teil, dass ich etwas damit zu tun hatte. Chloe, Dieb und allgemein schlechter Mensch. Damon Merrick, okay, verbringst du einige Minuten mit Damon Merrick, merkst du sofort, dass er ein friedliebender Typ ist, der in seiner Freizeit gärtnert und Einhörner und Regenbögen liebt. Oh, außerdem Leuten die Kniescheiben zertrümmert. Es sind die einfachen Dinge im Leben, die am meisten Freude bereiten. Ehrlich gesagt weiß ich nicht sonderlich viel über den Typ. Ich weiß, dass er Schulden eintreibt, sein Name überall in der Mühle geschrieben steht und er womöglich sogar Frank Angst einjagt. Ich glaube, sie arbeiten zusammen. Aber anders als Frank bellt dieser Hundesohn nicht nur, er beißt auch. Jeder in der Mühle schien ihn zu kennen, aber stellt man Fragen zu seiner Person, machen alle dicht. Und man muss schon besonders abgefuckt sein, um das kriminelle Gesindel von Arcadia Bay einzuschüchtern. Nur eines versucht mir jeder klarzumachen. Der Typ ist schlechte Neuigkeiten. Eine neue Nachricht von Steph. Du hast Mikey... Achso. Okay. Chloe, Steph hier. Ich bin auf dem Weg zum Krankenhaus. Mikey hat mir erzählt, was passiert ist. Armer Drew, ich stehe immer noch unter Schock. Danke für das, was du getan hast. Ich habe nichts getan. Du hast Mikey gehalten. Er hat es mir erzählt. Es hat ihm viel bedeutet. Haben wir doch was Gutes getan? I've already seen what happens when Rachel plays with fire. Rachel plus swords should be fun. After all the work Steph did, it's amazing that she would drop everything to be there for Mikey. Looks like Victoria has finally pushed Dana over the edge. David's garden, or did... Hey, Dana. Did Doug dig David's garden, or did David dig Doug's? Did Doug dig David's garden, or did David... Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Betty bought a bit of butter, but she found Gedanken butter ist gedankenloses bitter. Denken, wenn du denkst. Sucks for Betty. Hast du noch einen? Clueless, klutzy, Chloe, clumsily, crowded, careful creatives. Clueless, klutzy, wait a second. Chloe. Clueless, klutzy, Chloe. Da. Wie läuft's mit deiner super langen Besorgung? In Drews Zimmer ging verrückter Scheiß ab. Richtig übel. Oh nein, geht's dir gut? Willst du darüber reden? Ja, später. Mach dir keinen Kopf, bis das Stück vorbei ist. Ich bin hinter der Bühne. Super, bin auf dem Weg. Bitte noch nicht. Ich möchte noch ein bisschen hier gucken. Drama teachers always seem so dramatic. Sup, Mr. Keaton. Ah. The birds flee the girl, as do her thoughts. Their presence replaced by madness. Tell me, young lady, do you still believe true love is a lie? Ja, definitiv. For sure. The only person you can trust in this world is yourself. Everything else is just hormones and fairy tales. A cynic's wisdom takes no prisoners. Budding dramaturge,
May your propitious appearance counteract the tragedy of Stephanie Gingrich's sudden recusal. An emergency, she says. Word. Stephanie was our lion of the light board, but platitudinal though it may be, the show must sojourn forth. That dude is weird. Okay, wen haben wir noch? Drew seems to be the captain of every Blackwell sport. Man, I hope he's okay. Wahrscheinlich nicht. See? Another reason to be thankful for my recent life change. Sports just look so exhausting. Samantha schmult? Wen beobachtest du? Ach, Nathan. Oh. That's some shameless eavesdropping there, Samantha. Hey, Samantha. Shh. Nathan, please. I can't do it, Dad. I'm sorry. Keep your voice down. Now listen to me. Nathan's dad looks like he's really laying into him. I wonder what it's about. You don't understand. They all hate me. They're just gonna laugh at me. Why do you suppose that is? I don't know. Because you show weakness. Just like you're doing right now. But Dad... When will you learn that this isn't about you and your problems? This is about the Prescott name. My name. You will not embarrass me. Oh, God. Nathan. Yes. Good. Now. Break a leg. I'll see you after the show. Wie ätzend bist du denn bitte, ey? Great pep talk, Mr. P. Everyone knows the best way to instill confidence in someone is by intimidating them. I don't know who you are, but mind your own business. I'd love to. Don't you have, like, a private bunker filled with gold coins where you could have these conversations? Bäh. Ach ja, sei sauer, ist egal. Nathan. Sei sauer, du bist sowieso andauernd sauer. Da kann man nichts machen. Fuck! Wie er abgezogen ist. Tüt, 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 tüt. Ist das so? Sowas gibt gar nicht. Oh, hier ist eine Trennwand. Bitter much? I don't get bitter. I get even. Wonder which Bachelor contestant Victoria stole that line from. Samantha seems pretty torn up about what happened between Nathan and his dad. Hey. Nathan's dad is... some asshole, huh? I know. I wish he'd just go away and leave him alone. Nathan's dad sucks. But you should be careful what you wish for when it comes to parents. Oh, Chloe. I wasn't thinking. I'm sorry. For what? You didn't kill my dad. Or did you? That was a joke. I know. Your dark sense of humor reminds me a lot of Nathan's. Actually, the two of you are really similar. What the hell does that mean? I'm serious. You're both artistic and surprisingly sensitive. You've been through a lot, and a lot of people unfairly judge you for it. I think you stood up for Nathan yesterday because you know what he's going through. Nathan's hurt and he needs help. But whenever I try to help him, it always seems to make things worse. If you were Nathan right now, what would you want me to do? Puh. Biete ihm Hilfe an, gib ihm Freiraum, gib ihn auf. Biete ihm Hilfe an. When I'm super pissed, the last thing I want is someone trying to calm me down.
but maybe it's what I need. Nathan acted like he didn't want our help yesterday. But trust me, he was glad we did. Wow. Thanks, Chloe. That's actually super helpful. Warum haben wir denn... Ich meine, klar, es kann sein, dass sie halt diese Personen neu dazugeholt haben. Hier Samantha, Drew, Steph. Ich glaube, Steph gibt es sogar. Mikey und Elliot. Aber ich finde es ein bisschen blöd, dass man die jetzt halt bei Life is Strange, also bei dem ersten Teil, gar nicht mehr sieht. Hier ist Samantha. Was ist mit ihr passiert? Was ist mit Elliot passiert? Oder so. Also da hätten sie vielleicht ein bisschen drüber nachdenken sollen. So. Hier ist auf jeden Fall Nathan rein. Boys changing tent. Thanks, but no thanks. Okay, gut. Hayden. Even Hayden seems super into this play. What is happening? Hey, Hayden. Address me as Ferdinand, good lady. All right. Hey, Ferdinand. Sup, Chloe. I mean, sup, fair maiden. Great, method acting. Really? Thanks. My spirits, as in a dream, are all bound up. My father's loss, the weakness which I feel. Thanks for your help, Chloe. Here's hoping. If I know Steph, she must have been super excited to be the Lion of the Light Board tonight. Sucks. Ich will auf jeden Fall dran spielen. Chloe Price presents Firewalk. Laser Light Spectacular. Oh Gott. Oh, ich bin so fies, ne? Aber wir haben ja auch nur einmal dran gespielt. Ach, du bist ja immer noch dran. Rachel? Oh Gott, Victoria. Tut die Rachel etwa etwas ins Glas? Sie tut was in den Tee. Du Miststück. Du bist und bleibst einfach ein Miststück, ne? In welchen hat sie was reingetan? In den linken? Whatever that was, it was shady as shit. I need to find whatever Victoria slipped into that drink. Erstmal muss ich hier gucken. Wow, hübsches Kleid. Schick mit den Flügeln. Dann haben wir hier einen Spiegel. Only the finest child slave labor for Victoria Chase. So, hier ist es schon zu Ende. Oh Gott, hier gibt es gerade so viel, was ich machen soll. Drachenmaske, Rabenmaske, Drache. Hey kids, who wants to dress up like Big Bird's fugly cousin? I wouldn't be caught dead in this. Okay, this mask is actually pretty sweet. I hope Rachel gets to wear it. Okay, ich werde jetzt sowieso die von Frank lesen und dann mache ich wahrscheinlich sowieso einen Cut. Pass mal auf, mir ist gerade was aufgefallen. Also in dem ersten Teil, Life is Strange, war Max ja das Reh, Rachel war der Löwe und Chloe war der Schmetterling. So, kann es aber jetzt vielleicht sein, dass Rachel ein Drache ist und Chloe ein Rabe? Weil Samuel hat ja schon so etwas angedeutet, dass Rachel einen Diamant,
insektenbesetzter Drache ist. Jetzt trägt sie die Drachenmaske. Also die sieht man da. Dann ist da auch andauernd immer dieser Rabe. Die Rabenmaske und auch der Rabe, der bei ihrem Vater saß. Wo ich ja erst dachte, der Rabe steht für ihren Vater. Aber ich glaube so langsam, dass der Rabe für Chloe steht. Oh Gott. Ich habe gerade mit Damon gesprochen. Er meinte, er musste deutlich werden, hat dich nicht gesehen. Was ist los? Hast du das Geld gefunden? Price, wo ist das Geld? Das ist ernst. Hör auf, rumzualbern. Wenn du nicht tot bist, antworte. Wir treffen uns morgen mit Antworten. Okay, die schaffe ich noch. Even though Steph's not here, her sticky still lay down the law. I haven't seen this much spandex since Mom made me go to that Zumba class with her. Adding putting on makeup to the long list of reasons I wouldn't be caught dead on stage. Und die lehren wir jetzt noch? Victoria Chase is actually a pretty talented photographer. Why does that piss me off so much? Oh, Nathan ist echt begeistert vom Football. Muscle relaxers? Coming, Rachel? Hurry now before your tea gets... What are you doing here? This area is for cast and crew only. Or are you only here to try and sabotage the play like you sabotaged my homework? God, you're pathetic. I'm here to support Rachel. How nice. I want to make sure she's relaxed before the show. Whatever. Oh, Rachel Amber. It was customary among the thespians of ancient Greece for the understudy to offer hot tea to the lead actress on opening night. As a way of showing appreciation for her tutelage. It is in that spirit that I offer you this beverage. May it help to reveal the essence of your talents for all to see. Wow. That, thanks. Victoria ablenken oder Rachel warnen? Wait up, Rachel. Bitch, dosed your tea. Excuse me? How dare you? Victoria, could this possibly be true? Of course not. A dropout Chloe is clearly directing her misplaced anger at me. I'm sorry your life is a mess, but it's not my fault, okay? Chloe, Victoria is my friend. She would never do anything to sabotage me. Then she should prove it. Drink the tea. What? I wouldn't dare insult Victoria's integrity like that. Then again, if that's what it'll take to convince you that Victoria is a good and caring person, fine. Come on, Vic. Put Dropout Chloe in her place once and for all. Ich würde den trinken und den Schluck im Mund behalten und dann, weiß ich nicht. Oh, happy? So happy. Ugh, whatever. If you're done accusing me of things, I'll just be on my way, bitches. Wow. Saved my ass again, Price. All in a day's work. And this has been a particularly batshit crazy day.
Oh, hey. That's mine. A shirt for a free spirit. I knew you were gonna pick that one. You can read me like a script, Rachel Amber. Sweet Tarnation, we're ruined. The show is ruined. That was quick. Okay, Leute, ich muss Schluss machen. Und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.